Ich begrüße Roderich Kiesewetter. In Aalen steht er. Er ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Herr Kiesewetter, fangen wir an mit dem G20-Gipfel. Wir haben es gehört, der Handelsstreit. Man hat immerhin mal gesprochen zwischen Amerika und China. Wie hoffnungsvoll sind Sie? Also guten Morgen, Frau Baltes. Der G20-Gipfel hätte schlimmer ausgehen können. Es ist schon auch ein Erfolg europäischer diplomatischer Leistung, dass die 19 zusammengeblieben sind und es eine Erklärung 19:1 gab. Und es ist erfolgreich, dass es wieder eine Annäherung und keine Verschärfung zwischen USA und China gab. Und ich denke, dass auch der Hinweis auf eine Mindestbesteuerung von internationalen Konzernen wie Google oder Amazon, sagen wir mal, zumindest erfolgversprechend scheint. Aber man muss doch trotzdem konstatieren, dass es viel Unilateralismus gab gegen sozusagen statt Gemeinsames. Ist das aus Ihrer Sicht allein der Fehler von Donald Trump oder sozusagen ein Ergebnis seiner Politik? Also Trump steht ja immer für Überraschungen und nicht für eine abgestimmte, mit Partnern abgestimmte Strategie. Das ist bei ihm das Prinzip. Aber bemerkenswert war auch, dass Putin erklärte im Vorfeld zu G20, das Ende der liberalen Weltordnung sei gekommen. Und ich glaube, das Gegenteil war der Fall, weil Länder wie Brasilien oder Türkei oder auch die künftige Präsidentschaft Saudi-Arabien eben nicht in das Lager von Trump gewechselt sind, sondern im Bereich der Europäer geblieben sind. Das war harte Diplomatie und wir sollten auch mit Blick auf unsere Bevölkerung sagen, es hätte schlimmer kommen können. Wichtig ist, dass die Europäer dort mit einer Stimme gesprochen haben. Und so müssen wir das auch in Zukunft machen. Ein Symbolbild, das nach dem Gipfel entstanden ist, war Donald Trump, der also die Grenze nach Nordkorea als erster amerikanischer Präsident übertreten hat. Ist das für Sie ein Symbol oder auch Hoffnung? Es ist zunächst ein Symbol des Wahlkampfs in den Vereinigten Staaten von Amerika. Trump möchte keinen weiteren Militäreinsatz und Trump möchte Friedensregelungen erreichen. Das macht er leider nicht in Abstimmung mit seinen Partnern, sondern ad hoc. Nun kann man entgegenhalten, dass 65 Jahre Isolation von Nordkorea ja auch nicht weitergeholfen haben. Also ich glaube, hier ist die Kernfrage nicht, wie sich Nordkorea verhält, denn die haben ja bisher überhaupt kein Einlenken gezeigt, auch nicht bei nuklearen Überprüfungen oder bei Raketentests, sondern hier ist die Frage, wie verlässlich ist Trump, dass er das nicht wieder umwirft, sei es durch Tweets oder sei es durch Überreaktionen. Ich hoffe, dass das ein Zeichen einer Annäherung ist und ich glaube, dass eine Aufwertung von Nordkorea, die sich Nordkorea erst verdienen muss. Kommen wir zu einem anderen wichtigen Thema in diesen Tagen. Die Sea-Watch, ein deutsches Rettungsschiff, ist gegen Regeln oder gegen das Gesetz in einem italienischen Hafen eingelaufen. Jetzt hat der Bundespräsident schon sozusagen um Milde gebeten für die Kapitänin. Wie ist Ihre Position? Also schauen Sie mal, das ist ja auch das Ergebnis einer jahrelangen Verweigerungshaltung vieler europäischer Staaten. Selbst Deutschland hat erst seit 2015 seinen Kurs verändert. Wir haben doch auch immer gesagt, Griechenland, Spanien und Italien seien verantwortlich mit Blick auf Schengen und Dublin und haben diese Länder wirklich bis 2015 im Stich gelassen, bis es nicht mehr ging. Nun hat Italien auch aufgrund des Flüchtlingsdrucks eine sehr populistische Regierung, die aus innenpolitischen Motiven eine Rettungsmission und Schlepperbekämpfungsmission, das war die Operation Sophia, einfach abgesagt hat. Die Europäer haben nicht die Kraft, hier bisher zu wirken. Ich halte es für hochwichtig, dass wir die vernünftigen Stimmen Europas jetzt zusammensetzen und einen Verteilmechanismus finden. Es geht doch nicht, dass diejenigen, die Menschen retten, als Straftäter bezeichnet werden und Italien durch seinen Rückzug aus der Operation Sophia, die Schleuserbekämpfung, die eigentlichen Verursacher des Elends der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer, einfach diese Mission stoppt. Also hier werden Äpfel und Birnen verglichen. Und ich glaube, dass wir Europäer und gerade wir Deutschen gut beraten sind, nicht auf Italien einzuschlagen, sondern alles zu tun, dass die Frau freikommt und diese populistische Regierung merkt, dass sie sich weit von den europäischen Werten entfernt hat. Aber Herr Kiesewetter, Sie hatten ja jahrelang die Möglichkeit, was zu tun. Man hätte ja jetzt auch im Vorfeld dieser Situation sagen können, Deutschland nimmt alle Flüchtlinge aus von der Sea-Watch. Da kommt ja auch aus Deutschland wenig. Und Sie sind an der Regierung. Doch, wir haben sehr viel gemacht. Wir hatten bereits am Mittwoch dieser Woche den Hinweis, dass die Sea-Watch, also letzte Woche, dass die Sea-Watch einlaufen will. Und wir haben durch interne Diplomatie erreicht, dass das sich um einige Tage verzögert hat und dass von Deutschland aus versucht wurde und auch erfolgreich versucht wurde, die 40 Flüchtlinge zu verteilen. Also das muss man schon sagen, das kann man nicht alles öffentlich machen und hier möchte ich auch der evangelischen Kirche danken, die hier sehr hilfreich war. Und das Zweite ist, die Bundesrepublik
Bundesrepublik sollte viel mehr dafür werben, wie viel sie bereits aufgenommen hat, wie viel wir Europas Last abgenommen haben mit rund 1,8 Millionen Flüchtlingen, die wir aufgenommen haben. Natürlich sind viele davon wieder zurückgekehrt, aber wir könnten unsere Haltung viel sympathischer darstellen, statt durch Abhaltung und Abwehr. Deutschland handelt besser, als es manchmal argumentiert. Herzlichen Dank, Herr Kiesewetter, nach Aalen. Alles Gute.